Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge City Car Driving. Heute mit den Audi RS6. Guckt euch mal dieses geile Gefährt an. Wow. Ja, wunderschön kann man da nur sagen. Schön mit den LEDs da vorne. Schönes Fahrzeug. Wirklich herrlich. Quattro natürlich. Und wir haben Automatik. Ich habe beim letzten Mal natürlich meine Gangschaltung nochmal angepasst, aber ja, trotzdem funktioniert der Rückwärtsgang hier nicht. Deswegen werden wir mit dem Audi heute ordentlich fahren. Ja, wir versuchen mal, was soll ich jetzt hier machen? Wieder richtig hinsetzen. Wir werden heute mal mit dem Audi ordentlich fahren. Lenken wir mal wieder ordentlich zurück. Lenken. Ohne den Motor anzuhaben. Schön verchromte Außenspiegel. Das hatte ich damals bei meinem Passat auch, muss ich sagen. Das Problem bei dem 3WG, der hatte auf der anderen Seite so einen kleinen Scheinwerfer. Spiegel, meinte ich. Und das fand ich überhaupt nicht toll. So, das ist der Audi. Sieht eigentlich richtig geil aus. Würde ich mich auf jeden Fall wohlfühlen. Und da geht alles an. Wir drücken die Bremse und werden jetzt langsam losfahren. Gucken wir nach drüben, da sehe ich nichts und dann fahren wir gemütlich los. Ich muss... Ach so. Wir müssen natürlich erstmal... Wir werden nämlich jetzt früh morgens durch die Stadt fahren, um Brötchen zu holen. Oh, aufpassen hier, ein bisschen zur Seite gucken. Nicht, dass wir unsere fetten 19-Zoll-Felgen hier kaputt machen. Gucken wir mal. Ja, schön. Klappt doch mit dem Maximus, wenn er nur will. Aufpassen hier. Wo fahren wir jetzt am besten lang? Hier lang, ne? Genau, da ist die Hauptstraße. Oh, ein bisschen auf die Bordsteinkante gekommen. Und ja, ich spiele das mit dem Lenkrad. Die Scheiben scheinen so ein bisschen dreckig zu sein. Und gleich das Gequietsche. Da kommt einer. Wir fahren mal da lang. Okay, lass uns mal da lang fahren. Schön. Ey, das ist doch ein wunderbares Fahrzeug. Oh, nicht so dicht an den Personen ran. Wo geht's jetzt da vorne lang? Mal sehen, wie viele Punkte wir kriegen. Wir dürfen ja auch nicht so schnell fahren. Wir dürfen, glaube ich, nur 50 fahren, ne? Aber warum fahren die anderen denn schneller wie ich? Ja. Zu hart auf die Bremse? Mal sehen, wie viele Punktabzüge ich hier bekomme. Hier, ein Opel Vectra. Allein ich sollte ich ja auch die Bremsbalance ein bisschen anders anpassen, dass der nicht gleich anspringt und sagt, ey, jetzt aber bremsen. So, von hinten kommt keiner. Wir fahren mal hier lang. Da können wir mal ein bisschen schneller fahren. Oh, schön. Früh morgens hier. Oh. Augen zu! Nochmal Augen zu! Oh, herrlich! Und ich komme immer wieder in dieses Schema rein, dass ich hier lang dödel, wie so ein Bekloppter. Mal sehen, wie schnell ich überhaupt schaffe. War ich schon mal über 200? Mann, die Brötchen werden kalt. Komm, die 200 müssen wir wenigstens schaffen. Ja, haben wir. Mal sehen, wie schnell ich war. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie schnell der Maximus war. Oh, das Spiel ist so laut. Ich glaube, der Wagen ist kaputt. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht.
Ich glaube, wir haben wirklich kaputt gemacht. Ja. Okay. Machen wir eins. Das war ja laut. Neustart. Okay, wir stehen jetzt hier irgendwo und wollen jetzt endlich mal unsere Brötchen holen. So, alles klar. Rein in den Wagen. Ach, schönes Wiegelchen. So, wir sind drinnen. Wir machen den Motor an. Oh, ein bisschen müssen wir ja drehen, ne? Schneiden uns an. Ne, jetzt habe ich natürlich wieder den falschen Knopf gedrückt für anschnallen. Welcher war das? War es der hier? B war es, genau. Handbremse lösen, Kupplung treten, blinken. Neutral machen wir weg und machen jetzt schön gemütlich. Ach, da ist er auf jeden Fall stolz auf uns. Och, hier, guck mal an. Hier war noch eine Ampel. Jetzt muss ich auf diesen hier komischen Kunden da warten, ja? Also der zeigt, ich darf auf jeden Fall nicht fahren. Die Ampeln gehen doch, was will er denn? So. Guck mal, der lässt mich hier so, ich gucke an, gucke an. Ah, wie geil! Aber gleich lang, oh. Der wird gleich seine Kameraden sagen, hey Junge, da ist wieder einer lang geballert. Hier vorne ist so ein Audi. Oh, herrlich. Ja, ich kann den Rückwärtsgang nicht reinmachen. Wir probieren es nochmal. Neustart. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt aber schnell. Zack. An. Haben wir Licht an? Ja, Licht haben wir an. Ich will ein Auto mit Gangschaltung. Also im echten Leben will ich wirklich Automatik. Da funktioniert es ja auch, ja. Aber hier bei mir funktioniert ja gar nicht. Das letzte Mal, das letzte Mal, ja. Das letzte Mal, ey. Ganz ehrlich, ey. Komm mal her hier. Mach mal Auto an. Warum willst du Auto nicht an? Ist ja schon kaputt oder was? Ach so, neutral. So, jetzt. Och, geil! Oh, jetzt habe ich ja neutral geschaltet. Ich wollte jetzt schalten mit dem Auto. Uiuiui, der schlittert aber ordentlich, der Wagen. Oh, herrlich. Hau ab. Hau ab, Mensch! So ein Osterei! Ich hab doch keine Zeit! Die Brötchen werden kalt! So, alles klar, eingepackt und ich denke mal, das reicht auch. Ja, ich weiß auch nicht, warum es bei mir nicht klappt mit dem Rückwärtsgang, ja? Aber ihr habt gesehen, so macht man es auf jeden Fall nicht. Wenn ihr mit so einem Auto unterwegs seid, dann seid ein bisschen vorsichtig. Der hat auf jeden Fall ordentlich was unter der Haube. Das soll es gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Oh, ganz kaputt ist er ja noch nicht.